Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Ich hatte ja im vorangegangenen Video 5 Dividenden-Champions vorgestellt, die unterbewertet sind, und wir hatten sie mit kostenfreien Tools wie der Dividendenradarliste und Finvis ausfindig gemacht. In diesem Video will ich nun ein wenig auf die Historie eingehen dieser Unternehmen, denn die ganzen Screening-Ergebnisse bieten ja immer nur eine Momentaufnahme. Die Historie, also die letzten 10, 15, 20 Jahre, das bleibt dabei außen vor, ist aber für mich ein wichtiges Entscheidungskriterium. Ich will auch gleich sagen, es geht nicht um Empfehlungen und aus Vollständigkeitsgründen sei darauf hingewiesen, ich habe Cardinal Health, ich habe Community Trust und ich habe Walgreens bereits in meinem Depot. Beginnen wir mit Franklin Resources. Die haben mit 41 Jahren ununterbrochenen Dividendensteigerungen eine makellose Historie. Und wenn man die 15 zurückliegenden Jahre analysiert, dann scheint auch alles in Ordnung. Gewinnwachstum 5,37% per annum, eine Rendite von 30% per annum scheint möglich, wenn die Aktie zum fairen Wert des Jahres 2023 bei ungefähr 55 Dollar ansteigen sollte. Jetzt kommt allerdings der Knackpunkt. Verkürze ich nämlich den Betrachtungszeitraum von 15 auf 5 Jahre, ergibt sich eine ganz andere Wachstumsprognose. Das zurückliegende Wachstum liegt dann eben nur noch bei 1,44% pro Jahr und der prognostizierte faire Wert der Aktie fällt von 55 auf 42,03. Die erwartete Performance auf 15,5% per annum. Die Dividendensteigerungsrate von 12,5% auf 5-Jahressicht bietet zwar noch eine auskömmliche Sicherheitsmarge nach unten, allerdings frage ich mich schon, wenn der Gewinn nur um 1,4% steigt, wie kann dann die Dividende langfristig um 12% steigen? Das passt nicht zusammen. Also für mich ist Franklin Resources trotz der guten Bewertung und trotz der Aussichten nicht unbedingt das prickelndste Investment. Das liegt auch daran, dass sie als Herausgeber beispielsweise der Templeton-Fonds ja vom Index-Investing, von dem Trend zum passiven Investing in ETFs ja so ein bisschen überrollt werden und damit ihnen ein wenig das Geschäft wegbricht. Zweiter Titel auf meiner Liste ist Cardinal Health. 26 Jahre Dividendensteigerung und hier schauen wir uns gleich den 5-Jahres-Zeitraum an, den ich also auch hier für relevanter halte als den Rückblick auf die letzten 15 Jahre. Wir haben bei den letzten 5 Jahren immer noch eine Dividendensteigerung von 3,9% per annum, eine Gewinnsteigerung von 4,54% per annum. Das passt gut zusammen. Das Renditepotenzial liegt bei 41%, sollte die Aktie bis Ende 2023 auf ihren fairen Wert steigen. Wenn ich nur die 15-Jahres-Zahlen heranziehen würde, hätte ich eine Dividendensteigerungsrate von 16,6% suggeriert bekommen. Das passt natürlich nicht mit den 3,9% der letzten 5 Jahre zusammen. Aktuell hat der Vertrieb von Medizinprodukten und Medikamenten in den USA eine schwere Zeit. Deswegen ist auch der Aktienkurs dermaßen unter die Räder gekommen. Es geht um einen Opioidskandal, also um einen Skandal bei der Verschreibung von rezeptpflichtigen Schmerzmitteln. Da gibt es massenhaft Prozesse, die angestrengt werden, nicht nur gegen Cardinal Health, sondern auch gegen die Wettbewerber. Es gibt Einsparungsbemühungen in der Politik, wenn es um den gesamten Medizinbereich geht, und das drückt natürlich auf den Aktienkurs. Für mich ist Cardinal Health ein schönes antizyklisches Investment, weil ich davon ausgehe, dass wir auch in Zukunft ohne Medizinvertrieb natürlich nicht auskommen werden. Dritter Titel, ein ganz, ganz langweiliger Banktitel, das ist die Community Trust Bank Corporation. Eine der vielen aktuell attraktiv bewerteten Regionalbanken. Seit 41 Jahren wird die Dividende angehoben, der Gewinn steigt ganz unspektakulär um gut 3% per annum, egal welches Zeitfenster man hier betrachtet.
Auch die Dividendensteigerungen liegen mit 3,7% etwa in diesem Rahmen. Man sollte hier also keine Kurssprünge erwarten. Die Bank ist stockkonservativ. Sie agiert in solchen Staaten wie Kentucky, Tennessee und Virginia, spekuliert nicht groß an der Börse rum, sondern betreibt ganz normal Privat- und Geschäftskundengeschäft in ihrer Region. Für mich auch einer der Titel, die ich im Depot habe. Der nächste ist National Fuel Gas. Und hier sieht man mal, wie volatil so ein Aktienkurs sein kann. Auf 51 Jahre Dividendensteigerung bringt es die Firma immerhin. Sie ist damit von den fünf hier der absolute Spitzenreiter. Die Steigerung zur Rate der Dividende liegt bei 2,9% per annum und der Gewinn pro Aktie wächst um 5,78% per annum. 20% jährliche Rendite sind bis Ende 2023 zu erwarten. Allerdings erkennt man, dass wir es hier mit einem sehr volatilen Investment zu tun haben. Der Aktienkurs kennt also das Auf und Ab, was an den Rohstoffmärkten durchaus üblich ist. Nun, woran liegt das? National Fuel Gas ist eben nicht ein reiner Versorger, auch wenn sie unter den Versorgern geführt wird, die Aktie, sondern hier betreibt man eben auch die eigene Erforschung und Förderung, Verarbeitung, den Transport, die Raffinerie von Gasprodukten. Und das macht natürlich den Aktienkurs wesentlich volatiler. Also wenn man so will, hat man hier eine Mischfirma, die ein bisschen was von einem Versorger hat, aber eben auch eine Menge von einem Explorations- und Produktionsunternehmen in der Gasbranche. Ich lasse aufgrund dessen die Finger davon. Ist für mich sehr volatil und wenn ich einen Versorger haben möchte, dann möchte ich wirklich einen reinrassigen Versorger haben. Der nächste im Bunde, das ist Walgreens. Die bringen es immerhin auch auf 46 Jahre Dividendensteigerung. Sie haben als Apotheke und Drogerie, als weltweit größte Kette, da natürlich einen Namen. Das Ergebniswachstum allerdings, das sieht man ja hier an der orangenen Linie, hat in den letzten Jahren deutlich nachgelassen. Es gab operative Schwierigkeiten, es gab ein schwaches Management und damit ist das Gewinnwachstum auf gut 4% deutlich verlangsamt worden. Ja, der Aktienkurs hat natürlich auch darunter gelitten. Wir haben in den letzten 5 Jahren eine durchschnittliche Dividendensteigerung von 6%. 2020 war ein sehr, sehr schweres Jahr, weil nämlich Walgreens beispielsweise in Großbritannien eine Optikerkette betreibt und diese Geschäfte waren monatelang geschlossen. Das hat also die Ergebnisse gedrückt. Jetzt gibt es ein neues Management. Seit März gibt es eine neue Vorstandsvorsitzende. Die war vorher Chief Operating Officer bei Starbucks. Und das könnte dem Unternehmen ein bisschen Feuer verleihen. Man hat einen starken Fokus jetzt auf E-Commerce gerichtet. Also beispielsweise soll es möglich sein, innerhalb von 30 Minuten alle bestellten Medikamente abzuholen in der Apotheke. Es gibt ein wiederbelebtes Kundenbindungsprogramm. Das hatte man vor einigen Jahren einfach eingestampft. Und es gibt viele neue Kooperationsprojekte, beispielsweise mit VillageMD, einer Kette von ländlichen Arztpraxen, mit der man jetzt zusammenarbeiten möchte und expandieren. Ich gehe davon aus, dass Walgreens die schlimmsten Zeiten hinter sich hat. Schließlich, mein Favorit, der taucht in dieser Liste gar nicht auf. Das ist nämlich Altria. Altria ist in der einen Liste, bei der David Fish Liste, ein Titel, der über 50 Jahre die Dividende angehoben wird, hat. De facto ist es aber so, dass sie seit 13 Jahren, nämlich seit dem Spin-off von Philip Morris im Jahr 2008, die Dividende angehoben haben. Deswegen ist Altria auch nicht in der Aristokratenliste von Standard & Poor's vertreten. Wir haben auch so schon sehr ausführlich über die Alternativen im Tabaksektor gesprochen. Es gibt verschiedene Videos auf diesem Kanal, wo wir beispielsweise Altria auch mit Philip Morris oder British American Tobacco vergleichen. Kann man also hier nochmal nachschauen, da gibt es eigentlich nichts Neues hinzuzufügen. Für mich ist interessant, dass trotz der gigantischen Fehlschläge von immerhin 14,5 Milliarden Dollar Fehlinvestments
nämlich in die Firmen Juul und Kronos, mit den darauf folgenden heftigen Abschreibungen. Die orangene Linie hier verläuft wie auf Schienen. Das heißt, der Gewinn pro Aktie läuft und läuft, wächst und wächst. Das Unternehmen ist eine Cash-Cow. Niedrige Produktionskosten, hohe Gewinnmargen und stetig steigende Dividenden. Immerhin hat man jetzt auch gerade wieder dieser Tage verkündet, die Dividende anzuheben von 86 auf 90 Cent pro Quartal. Das Rollout von IQOS in den USA, was durch die Pandemie im vergangenen Jahr ein bisschen gelitten hat, das kommt jetzt so langsam in Gange. Ja, und auch bei den E-Zigaretten und im Marihuana-Markt hat man eben einen Fuß in der Tür, wenn man dafür auch viel zu viel bezahlt hat. Mit über 7% Dividendenrendite und diesem Track Record an Steigerungen im Gewinn pro Aktie ist das für mich ein Dividenden-Champion, wie er eigentlich aussehen sollte. Ja, wenn die Gewinnkurve ganz klar von links unten nach rechts oben geht. Aktuell ist die Aktie sehr, sehr günstig bewertet, wenn sie auch schon von ihrem Tief recht gut gelaufen ist. Ich kann sie nicht mehr nachkaufen. Ich habe bereits eine volle Position in meinem Depot und freue mich jedes Jahr darüber, dass die Dividende angehoben wird. Seit dem ersten Kauf, den ich 2013 getätigt habe, zu einem Kurs von knapp über 30 Dollar, bin ich jetzt mit 87% Dividendensteigerung dabei. Wie immer, das Ganze ist keine Empfehlung. Ich empfehle jedem wirklich selbst eine Due Diligence zu machen, also seine eigene Unternehmensanalyse selbst zu überlegen, ob das auch psychologisch ins Profil passt. Wünsche viel Spaß beim Aufpassen. Aufs liebe Geld. Tschüss, euer Nils Gajowi.